Die Fraktion bewegt sich. Unter diesem Motto steht der erste Gesundheitstag der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Alle Fraktionsmitarbeiter können sich bei der Veranstaltung intensiv über gesundheitliche Themen und gesunde Lebensweise informieren. Sich gesund zu erhalten und fit zu halten, ist heute ein viel bedeutenderes Thema, auch in vielen Betrieben in unserem Land, wo die Betriebskrankenkassen, andere Krankenkassen versuchen, schon aus dem Betrieb heraus die Menschen zu gewinnen für Vorbeugung beispielsweise. Da gibt es jetzt auch neue gesetzliche Maßnahmen. Und da ist ganz wichtig, dass man sich genau anschaut, was muss gemacht werden. Aber vor allem Bewegung, Bewegung. Und auch gesunde Ernährung ist hier ein wichtiges Thema. Darüber hinaus können die Mitarbeiter ihre Augen überprüfen lassen. Gehörtests werden angeboten. Und der Volkskrankheit Rückenleiden widmen sich gleich 4 Therapeuten mit Rat und Tat. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sind die Ausgaben höher. Die ganze Sache ist aufwendiger und die Betroffenen leiden auch darunter. Deswegen ist es ganz wichtig, von Anfang an dafür zu sorgen, dass die Gesundheit einen hohen Stellenwert hat und dass man sich um die Gesundheit kümmert, bevor man krank wird. Eine Mischung aus Information und Aktion. Der Gesundheitstag als Impulsgeber, der Möglichkeiten aufzeigt, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Und deshalb hoffe ich sehr, dass der notwendige Ausgleich, den wir alle brauchen, ich sage bewusst wir, weil es den Abgeordneten auch gut hätte, dass der durch Anregungen des heutigen Tages auch ein bisschen näher kommt.